Das ist die Gegend der violetten Texturen. Mhm. Was? Tio, da sind wir wieder. In alter Frische zurück. Im Ödland. Ah, gleich mal Drogen reinpfeifen, dann geht's mir gleich wieder besser. Ja, wir haben das letzte Mal hier, glaube ich, rund um diesen Turm ein wenig aufgeräumt. Also unfreiwilliger Art und Weise. Weil wir gerade auf dem Weg waren nach... Ich muss erst wieder in alles reinkommen. Ja, die letzte Session ist ein Zeitchen her. Und zu diesem Auftrag, genau, zu den Nakanos. Die letzte Session ist wirklich ein Zeitchen her, also das war noch vor dem Urlaub. Und nach dem Urlaub ging es irgendwie, danke an Vergangenheitsfuchsi, dass er so schön für Material gesorgt hat in der Zwischenzeit, oder vorab besser gesagt. Nach dem Urlaub ging es dann direkt rein in die Sons of the Forest Session. Das konnte ich mir einfach nicht entgehen lassen, sorry. Und wartet mal, ich muss mal kurz daher gucken. Und jetzt wird es wieder Zeit, dass wir uns langsam wieder eben Fallout 4 auch widmen. Soll ja schließlich, es ist mir gerade ein bisschen zu leise, besser glaube ich. Es soll ja schließlich hier auch wieder Neuigkeiten geben, ein Teddybär. Wenn es doch nur eine Verwendung für das Zeug geben würde. Ja, da finden wir schon was, meine Liebe, da finden wir schon was. Rollstuhlrennen, wie wär's? Nicht? Okay, Spaßbremse. Was war das hier? Seniorenheim? Okay, warte mal. Okay, ein bisschen habe ich die Steuerung zumindest noch drauf und es ist ein Wahnsinn. Kaum sind wir in der Aufnahme, juckt meine Nase. Herrlich. Ja. Irgendwo zappeln da Knochen rum. Werden wir vielleicht auch noch entdecken. Wir gehen erstmal hier zum Haupteingang. Parsons State Irrenanstalt. Ja, da passe ich ja gut hin. Chat. Ja, dein Teller wollte ich unbedingt, meint jetzt. Okay. Ihn haben sie herausgebracht zum, keine Ahnung, Grillen oder was? Zwei Dinnergabeln. Schatz, wir können essen. Hallo? Spiel? Sekunde. So, da... Ich sehe gerade, ich bin ein bisschen unterbelichtet heute. Wartet mal. Besser. Da sind wir wieder. Keine Ahnung, kurzen Bluetooth-Ausfall. Es blitzt. Ah, okay, cool. Netter Bug. Kurzen Bluetooth-Ausfall gehabt. Warum auch immer. Sei mal so. Babybottle brauchen wir nicht. Infusionsbeutel vielleicht. Babyrassel. Nee. Die Phase habe ich definitiv schon hinter mir. Ja, ich muss auf die Uhr gucken. Nichts bleibt für immer verborgen. Zumindest nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Das ist schön, dann übersehe ich wohl hoffentlich auch nichts. Können wir hier irgendwo rein überhaupt? Warte mal. Das Nebengebäude hier mal abklappern. Mutierter Farn. Okay. Hatten wir jetzt, glaube ich... So noch nicht. Ach, es ist so schön. Ich sag euch, ich liebe den Frühling. Der Zugang ist gesperrt. Geh weiter. Was ist? Hey. Der Zugang ist gesperrt. Geh weiter. Das ist ein Privatgrundstück. Aha, okay. Ich liebe den Frühling, wenn... Dann gehen wir mal lieber. Ich will jetzt im Moment keinen Stress. Du betrittst ein Privatgrundstück. Verschwinde oder sonst... Hallo, wir sind schon weg. Es ist so schön, wenn alles blüht und wenn meine Allergie so richtig reinkickt.
Ja, ich hatte schon keinen Vorgeschmack in Frankreich. Beim Besuch bei meiner Tochter und meiner Enkelin. Aber jetzt auch in der Heimat das volle Programm. Ja. Zappel, zappel, zappel. Und ja, es ist im Moment nicht lustig, möchte ich mal behaupten. Haben wir hier einen? Nein, haben wir nicht. Ich dachte, vielleicht, nein, hätten wir hier wieder so eine Funkstation. Aber, na, ernsthaft, Spiel? Geht doch so einfach. Ja, einfach alles mit. Kaching, Piper hat das gefallen. Ja, wenn ich ins Schloss knacke. Ich dachte, wir hätten hier so einen Funkturm, aber in Wirklichkeit haben wir hier nur einen Raider-Posten, oder? Ist nur die Frage, wo die Hin- und Herrschaften sich gerade verkriechen. Moment, sehe ich niemand. Das würde mir jetzt soweit auch ganz gut passen. Ja, wisst ihr was? Piper? Komm mal rein, meine Liebe. Na, hüpf rein. Danke. Ich nehme sie dann doch mit drauf. Wer weiß, eventuell kriegen wir Besuch, dann sind wir wenigstens vorbereitet. Also wer auch immer hier den Weg hier nach oben gewählt hat, ist ein potenzieller Selbstmörder. Anomalie entdeckt. Ach, wirklich? Tschüss. Oh oh. Wow. Das war Glück. Ich befehle Ihnen, die Hände abzunehmen. Ja, lieber schießen als tot. Gegen den ausgewachsenen Aggressotron. Das Köpfle ist Geschichte, das gefällt mir schon mal gut. Und ich liebe es, dass er sich hier verpackt hat. Ich habe kein Problem damit. Einfach stumpf draufhalten. An der Munition wird es bei mir nicht mangeln, Freund. Ja. Eliminierungsroutinen ausgelöst. Du bist eliminiert. Auch wieder hier. Wie schön. Wieder schon verdächtig. Duct Tape. Haben wir hier. Nein. War nur die Kontrolleinheit. Ich dachte, da liegt vielleicht ein. Danke. Ein Band. Die Combat Rifle. War die irgendwas, was ich mitnehmen will? Definitiv nicht. Bist du sicher, dass du das nicht brauchst? Yep. Zu viel Gewicht, zu wenig Nutzen. Hallo, Aggressotron. Nett. Ja, 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 ja. Nukleares Material, dann leuchten wir wieder schön im Dunkeln. Irgendwie ist es verdammt neblig heute. Und es wird nicht gerade besser. Kommen wir hier... Ja. Kommen wir, ob wir wollen oder nicht. Dann, warte mal. Nein. Diesen hier wollte ich. Automatisches Speichern ist immer gut. Kannst du? An gewissen Stellen hier will sie einfach nicht springen, unsere kleine Madame. Ich glaube, es bleibt uns eh nicht viel übrig, als da irgendwo runter zu jumpern.
Hier war nicht wirklich irgendwas Aufregendes, wenn ich mich recht entsinne. Außer das andere Ende der Brücke. Mhm. Ja. Hätten wir das auch geklärt. Dann machen wir aber gleich die Sache mit diesen hier und diesen hier. Ach, du bist's. Ja, ich habe die Deathclaw gehört. Oh, das gefällt mir. So mag ich die Roboter. Generator klein. Okay. Oh, nett. Cool. Danke. Wenn ich das richtig verstehe, sehr cool. Wenn nicht, auch cool. Lass mal hier runter. Diese Stille hier macht mich halt nervös wie nur was. Ich nehme an, da drüben. Das ist so richtig unheimlich. Nur so ein Hauch von Wind und sonst keine Geräusche. Gänsehaut pur. Ja, ich geht's. Nein. Schnell speichern. War daneben. Und rein ins Köpfli und critten, damit was weitergeht beim Schaden. Und einmal geht noch. Sehr brav. Au. Lass das, Alter. Ah, Level up. Zu spät gesehen. Gucken wir mal. Vielleicht treffen wir ja sogar was. Dankeschön. Verabschiede dich von der Welt. Erledigt sie. Ach, du bist das. Sag das doch gleich. Du hast dich da echt wacker geschlagen, Blue. Danke, Pips. Dann wollen wir mal gucken, was die Schönes mit haben. Combat Armor? Ist das nicht das, was ich gern hätte? Ja. Sehr schön. Die Combat Rifle können sie aber behalten. Danke. Plastikteller brauche ich auch nicht. Das hat sich ja richtig bezahlt gemacht. Calorie Mate. Nö. Combat, Combat, Combat. Nein, danke. Und der Dicke da unten, der so schön durch die Gegend geflogen ist. Molly können wir mitnehmen. Passt. Pips, wir gehen. Hier irgendwas bewacht oder? Bin mir nicht sicher. Wir sind halt hier wirklich irgendwo im Nirgendwo, oder?
Und ich gehe komplett falsch. Wieso? Was? Wieso ist, wenn ich hier rangehe, der Punkt plötzlich von der... Was? Nein. Hä? Reise zum Haus der Nakanos. Okay, die werden wohl eher nicht hier wohnen, oder? Hier sieht es nämlich nach Supermutanten aus. Pips, wir gehen. Danke für die Combat Armors, aber nein, danke. Komisch, komisch, komisch. Wir hatten doch da vorne eigentlich schon die Anzeige, dass wir in seiner Nähe sind. Oder in der Nähe des Hauses oder was auch immer. Und deswegen von der Richtung her hätte es eben gepasst mit der Anlage, aber... Hä? Bin gerade verwirrt. Ich glaube, das merkt man. Meine zwei Gehirnzellen sind gerade endlos überfragt. Picknick am Strand? Pips, wie wär's? Es wundert mich ja, dass es hier keine Krabben gibt. Aber gute. Eher nicht. Ist klar. Pass auf deine Gliedmaßen auf, Flu. Und weg ist er. Gucken wir mal. Hab ich gehört. Du willst tanzen? Gut, tanzen wir. Hey, sie sind hier. Wo? Das war's dann wohl. Okidok. Danke. Ne, Plastikmesser brauche ich halt wirklich nicht. Sieh an, ja. Ein echter Klassiker. Da sagst du was. Ach, das ist die Gegend der violetten Texturen. Was? Könnte es sein, dass hier vielleicht Texturen fehlen? Ich frage für einen Freund. Ich speichere mal. Sicherheitshalber. Interessant. Very, very interesting. Wo sind wir jetzt gerade auf der Karte, wenn ich fragen darf? Ach, auch da. Okay, deswegen vielleicht keine Texturen mehr. Aber wir gehen ja eigentlich nur zum Haus der Nakanos. Von dem her... Es ist irgendwie doppelt spooky hier gerade, danke. Den fehlenden Texturen und Arm. Wartet mal. Lass mal beenden, aber nur ja, hier raus. Mal gucken, ob das wirklich so bleibt. Ob das jetzt gerade ein kleiner Bug ist oder was auch immer. Pips! Oh Gott sei Dank. Dachte schon, ich hätte sie verloren. Ja?
Verdammt, melde dich! Ich weiß, dass du mich hören kannst. Wo ist sie? Wo ist meine Tochter? Angie, bitte, du sitzt da jetzt schon seit Stunden dran. Hör auf damit. Du musst schlafen. Sie ist da draußen, Ray. Jemand hat sie. Das könnten Raider oder Gunner oder Gott weiß was noch alles sein. Was? Wer bist du? Tut mir leid, wir haben keine Zeit für Besucher oder Karawanen oder woher du auch kommst. Ja. Ich gehöre zur Detektei Valentine. Du hattest um Hilfe gebeten. Oh, Gott sei Dank. Du musst dich sofort an die Arbeit machen. Erzähl mal. Was ist das eigentlich mit dir und Nick? Hab ihn vor ein paar Jahren bei einem seiner Fälle unterstützt. Er hat nach einem verlorenen Erbstück gesucht und ein Boot gebraucht. Es ging nicht gut aus. Nicks Klient hat uns hintergangen, als er hatte, wonach er suchte. Hab noch immer ein Stück Blei in meiner Hand. Aber wir haben es überlebt. Und jetzt ist meine Tochter verschwunden. Und ich kenne nur eine Detektei im ganzen Commonwealth. Na dann, ich bin hier, um zu helfen. Erzähl mir, was passiert ist. Das alles haben wir nur diesem verdammten Funkgerät zu verdanken. Unsere Tochter Kazumi repariert gern Dinge. Das Funkgerät war ihr letztes Projekt. Bis sie Kontakt zu einem Entführer aufnahm, der sie von uns weggelockt hat. Oder vielleicht ist sie von sich aus weggegangen. Sie ist kein Kind mehr. Unsere Tochter ist 19. Sie weiß, wie man überlebt und sie ist nicht dumm. Ich glaube, dass sie vielleicht ihr eigenes Leben leben wollte. Nein, sie hätte uns gesagt, wohin sie geht. Sie hätte irgendwas gesagt. Ich weiß, dass meine Tochter in Gefahr ist. Ich spüre es. Finde sie, bitte. Wo soll ich anfangen? Hast du eine Ahnung, wo sie hin sein könnte? Wir wissen, dass sie eines der Boote genommen hat. Mehr nicht. Sie könnte überall sein. Ich finde sie. Keine Sorge. Danke. Ihr Zimmer ist oben, falls das was hilft. Und wenn du Fragen zu ihr hast, nur zu. Okay, das Haus ist mir sehr, sehr unheimlich. Mit den Texturen und allem Pipapo. Naja, okay. Das sind die beiden. Das dürfte ihr Schlafzimmer auch sein. Ah! Lass mal hören. Da. Diverses. Wir haben eindeutig zu viele Sachen. Ach, hier. Kazumi ist übersehen. Sorry. Projektprotokoll. Lampe. Jupp, eine Lampe. Glühfaden plus Strom gleich Licht. Manchmal glaube ich, meine Eltern machen das Zeug nur kaputt, damit ich was zu tun habe. Okay. Projektprotokoll. Träume. Nehme auf, an was ich mich erinnere, wenn ich aufwache. Ich habe immer denselben. Ich bin in einem weißen Raum. Leute reden über mich, als wäre ich nicht da. Oder es ist ihnen egal, dass ich sie höre. Dann ist da dieser Schock, wie ein kleiner Stromstoß in meinem Kopf. Und dann schauen mich plötzlich alle an. Hoffentlich habe ich heute Nacht nicht wieder den Traum. Okay. Dann das nächste. Projektprotokoll. Funkgerät. Korrigiere. Funktionierendes Funkgerät. Endlich mal Neuigkeiten von außerhalb dieses Hauses. Mein Funkname wird... Nehmen wir Ohmsches Gesetz. Das sollte komische Typen verwirren. Und wenn es jemand kapiert, haben wir zumindest den gleichen technischen Hintergrund. Okay. Frau Nakano. Mrs. Nakano, ich nehme an, du hast weitere Fragen zu meiner Tochter. Ja, die unterschiedliche Meinung. Du und dein Mann scheinen unterschiedlicher Meinung zu sein, wieso eure Tochter verschwunden ist. Wir beide wollen sie finden. Die Welt da draußen ist kein Ort, an dem man alleine sein sollte. Aber für Kenji trägt sie noch immer Windeln. Er sieht sie nicht als junge Frau, die ihre eigenen Entscheidungen treffen muss. Vielleicht, weil ihm das mehr Angst macht. Sie wurde nicht dazu gebracht, ohne ein Wort zu gehen. Das war ihre Entscheidung. Sie wollte nicht, dass wir ihr folgen. Aber warum?
Genau, Hinweise. Ich würde gern mehr über Kazumi wissen. Vielleicht gibt uns das einen Hinweis darauf, wohin sie ist. Meine Tochter ist stark, konzentriert und umsichtig. Deshalb weiß ich, dass sie noch am Leben ist. Aber warum sollte sie gehen, ohne uns etwas zu sagen? Vielleicht haben wir... Nein, egal. Ich möchte nicht deine Zeit vergeuden. Raus damit. Jedes Detail ist wichtig, Mrs. Nakano. Ich muss alles wissen. Es ist nur, dass wir viel mehr gestritten haben. Wir alle. Seit dem Tod von Kasumis Großvater. Er war der Einzige, der wirklich mit ihr reden konnte. Kenji und ich haben keine Ahnung von Maschinen, aber die beiden konnten stundenlang zusammenarbeiten. Sie fing an, bis spät in die Nacht im Bootshaus ihres Großvaters zu bleiben. Ich dachte, dass sie damit ihren Verlust bewältigen wollte. Aber jetzt frage ich mich, was sie vorhatte. Okay. Untersuche das Bootshaus. Na, aber ganz sicher. Erzähl mir von diesem Funkgerät, an dem deine Tochter gearbeitet hat. Ich weiß noch, wie aufgeregt Kazumi deswegen war. Ich dachte, dass sie insgeheim versuchen wollte, Kontakt mit Diamond City oder einer anderen Siedlung aufzunehmen. Wir sind hier draußen ziemlich abgeschieden. Sie hat nur uns als Gesellschaft und Kenji ist manchmal überfürsorglich. Na gut, das war's erstmal. Erstmal nicht mehr. Und bevor wir mit Herrn Nagano sprechen, sage ich mal Danke an dieser Stelle und wir sehen uns in der nächsten Folge morgen wieder. Macht's gut! Don't wanna be a one-man woman.